Freizeit im Wasser macht Spaß und ist gut für die Gesundheit. Gleichzeitig bestehen aber auch Verletzungsrisiken und im Extremfall Lebensgefahr. Daher vor dem Zusammenbau des Hot Tub alle Anleitungen und Warnungen im Handbuch durchlesen. Die Anleitungen im Handbuch können jedoch nicht den für die Sicherheit notwendigen gesunden Menschenverstand ersetzen. Bleiben Sie daher aufmerksam und ergreifen Sie alle Vorsichtsmaßnahmen, die für die Sicherheit aller Hot Tub-Benutzer notwendig sind. Kinder und Behinderte müssen jederzeit von einem kompetenten Erwachsenen im Auge behalten werden. Bei der Verwendung dieses Produkts stets für mehrere Sicherheitsebenen sorgen. Zum Kauf von Intex-Ersatzteilen oder Zubehör bzw. bei Produktfragen unsere Website www.intexcorp.com besuchen. Vielen Dank für den Kauf eines Intex Hot Tub, einer neuen Dimension von Spaß, Gemeinsamkeit und Entspannung für die ganze Familie. Als Eigentümer eines Hot Tubs müssen Sie sich über die mit Produkten dieser Art verbundenen Risiken im Klaren sein. Es besteht Ertrinkungsgefahr und unerlaubter Zugang durch Kinder muss verhindert werden. Um das Gefahrenrisiko zu mindern, sollten Kinder den Hot Tub nur unter ständiger Aufsicht verwenden. Da Körperteile und Haar durch Absaugen des Wassers erfasst werden können, muss man besonders auf die korrekte Funktion von Saugstutzen und Pumpe achten. Um Stromschlaggefahr vorzubeugen, müssen bestimmte Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden, wie die Verwendung von FI-Steckdosen und das Einhalten von Mindestabständen zu elektrischen Geräten. Das Handbuch sorgfältig durchlesen, um über die Risiken und mögliche Vorsichtsmaßnahmen informiert zu sein. Unbedingt alle Warnungen und Sicherheitshinweise beachten. Für den Zusammenbau des Hot Tubs sind zwei Personen erforderlich. Für korrekte Installation und sichere Nutzung des Hot Tubs den Anleitungen in diesem Video und im Handbuch folgen. Der Pure Spa Jet Massage Hot Tub kann sowohl im Haus als auch im Freien aufgestellt werden. Den geeigneten Ort vor dem Zusammenbau bestimmen. Ein mit Wasser gefüllter Hot Tub kann nicht mehr verschoben werden. Beim Aufstellen des Hot Tubs im Freien die örtlichen Bestimmungen beachten. Der Installationsplatz muss eben und frei von Hindernissen und Objekten sein, die den Hot Tub-Boden durchbohren könnten. Der Abstand zur Stromsteckdose muss mindestens 4 Meter betragen. Das elektrische Kabel der Steuerkonsole muss ohne Verlängerungskabel an eine FI-Steckdose anschließbar sein. Den Stecker in die FI-Schutzsteckdose stecken und gemäß den Anleitungen im Handbuch testen. Sollte die FI-Schaltung nicht ordnungsgemäß funktionieren, darf der Hot Tub nicht verwendet werden. Das Stromkabel vom Netz trennen, bis der Fehler gefunden und behoben ist. FI-Steckdosen müssen vor jedem Einsatz des Hot Tubs geprüft werden. Den Hot Tub zum gewählten Aufstellungsort bringen, ohne ihn über den Boden zu ziehen. Alle Teile ausbreiten und prüfen. Die Installation des Hot Tubs mit dem Zusammenbau der Steuerkonsole beginnen. Die Abdeckung vom Anschluss auf der Sockeloberseite abnehmen und das Steuerkonsolenkabel mit dem Anschluss verbinden. Mit der angebrachten Überwurfmutter sichern. Die Steuerkonsole auf den Sockel aufsetzen und auf sicheren Sitz achten. Dann die Steuerkonsole mit dem im Lieferumfang enthaltenen Bolzen und Schraubenschlüssel am Sockel befestigen. Die isolierte Bodenmatte mit den Luftpolstern nach unten am freigemachten Aufstellungsort ausbreiten. Den Hot Tub auf der Matte ausbreiten. Das Ablassventil muss in eine für den Abfluss geeignete Richtung zeigen. Die Steuerkonsole neben dem Pumpenventil des Hot Tubs platzieren. An der Seite der Steuerkonsole befindet sich der Befüllungsauslass. Die Auslasskappe eine Viertelumdrehung nach links drehen und abnehmen. Dann das größere Ende des Pumpenschlauchs in den Befüllungsauslass einschieben. Den Schlauch im Uhrzeigersinn drehen, bis er fest angebracht ist. Die Kappe des Pumpenventils an der Hot-Tub-Außenseite abschrauben. Der Ventilstutzen muss nach oben zeigen.
Das andere Ende des Pumpenschlauchs auf das Ventil aufsetzen und durch Rechtsdrehen sichern. Das Stromkabel der Steuerkonsole in die FI-Steckdose einstecken. Den Hauptschalter an der Steuerkonsole drücken. Dann die Sprudelfunktionstaste an der linken Seite des Displays drücken, um Luft in den Hot-Tub zu pumpen. Der Aufpumpvorgang dauert 3 bis 4 Minuten. Den Hot-Tub aufpumpen, bis er fest, aber nicht hart ist. Nicht übermäßig aufpumpen und keine Druckluft verwenden. Wenn der Hot-Tub aufgepumpt ist, die Sprudelfunktionstaste drücken, um den Pumpenvorgang zu beenden. Den Pumpenschlauch vom Hot-Tub abnehmen und den Druckmesser am Pumpenventil anbringen, um den korrekten Druck des Hot-Tubs zu prüfen. Die Nadel des Druckmessers muss sich im grünen Bereich befinden. Bei zu starkem Druck auf das Ende des Druckmessers drücken und Luft ablassen. Bei zu schwachem Druck die vorherigen Aufpumpschritte wiederholen. Wenn der Hot-Tub korrekt aufgepumpt ist, die Ventilkappe wieder anbringen und nach rechts drehen. Die Kappe darf nur von Hand und ohne übermäßigen Kraftaufwand festgezogen werden. Die Hot-Tub-Abdeckung aufpumpen, das Pumpenventil der Abdeckung öffnen und den Pumpenschlauch anbringen. Zum Verriegeln nach rechts drehen. Anschließend die Sprudelfunktionstaste drücken, um den Pumpenvorgang zu starten. Die Abdeckung aufpumpen, bis sie fest, aber nicht hart ist. Die Sprudelfunktionstaste drücken, um den Pumpenvorgang zu beenden. Dann den Pumpenschlauch von der Abdeckung abnehmen und die Ventilkappe wieder fest aufsetzen. Die Steuerkonsole abschalten und das Stromkabel aus der Steckdose ziehen. Den Pumpenschlauch von der Steuerkonsole abnehmen und den Schutzdeckel wieder anbringen. Nach rechts drehen, bis er verriegelt. Die Steuerkonsole auf der Seite des Hot-Tubs mit den Anschlüssen A, B, C und D platzieren. Die Kappen von den Anschlüssen an der Hot-Tub-Wand entfernen. Sicherstellen, dass die O-Ringe vorhanden sind. Die Steuerkonsole an der Hot-Tub anbringen. Zueinander passende Verbindungen sind mit A, B, C und D markiert. Die Überwurfmuttern von Hand festziehen. Der Hot-Tub darf nicht bewegt werden, wenn er mit der Steuerkonsole verbunden ist, da dies die Anschlussstücke beschädigen kann. Die Filtergehäusegruppe, Teile Nummer 12, 13 und 14, an dem mit B markierten Auslassgitter an der Hot-Tub-Wand anbringen. Vor dem Füllen des Hot-Tubs prüfen, ob die Bodenabflusskappen innen und außen fest geschlossen sind. Den Hot-Tub dann mit einem Gartenschlauch auf einen Stand zwischen den Minimum- und Maximummarken mit Frischwasser füllen. Niemals über 40 Grad heißes Wasser direkt in das Becken einfüllen. Wir empfehlen das Füllen mit lauwarmem Wasser für rasches und energiesparendes Aufheizen. Die Steuerkonsole an eine FI-Steckdose anschließen. Nach dem Anschließen zeigt die Steuerkonsole die Wassertemperatur in Grad Celsius an. Zum Umschalten zwischen Celsius und Fahrenheit die mit C und F markierte Taste drücken. Vor Beginn des Aufheizens die gewünschte Wassertemperatur einstellen. Es können Temperaturen zwischen 20 und 40 Grad Celsius gewählt werden. Wir empfehlen, keine Temperaturen über 38 Grad Celsius einzustellen. Zum Einschalten des Hot-Tubs den Hauptschalter drücken. Wenn die Heizung eingeschaltet ist, muss sie jetzt ausgeschaltet werden. Die Temperatur darf nur bei ausgeschalteter Heizung eingestellt oder nachgeregelt werden. Beim Drücken einer der beiden mit einem Pfeil markierten Temperatureinstelltasten beginnt die Anzeige zu blinken. Jetzt kann die gewünschte Temperatur gewählt werden.
Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, die Taste loslassen. Das Blinken der Anzeige stoppt nach etwa 5 Sekunden. Zum Aufheizen des Wassers auf die Taste mit dem Flammensymbol drücken. Beim Einschalten der Heizung wird auch die Filtrierung aktiviert. Das rote Flammensymbol und das grüne Filtersymbol leuchten auf. Wenn die Heizung eingeschaltet ist, darf die Temperatur nicht mehr geändert werden. Wassertemperatur niemals bei laufender Heizung ändern. Das erste Aufheizen dauert zwischen 12 und 16 Stunden. Die Heizung hat einen höheren Wirkungsgrad und die Aufheizzeit ist kürzer, wenn der Hottub zugedeckt ist. Ist die eingestellte Temperatur erreicht, leuchtet das Flammensymbol grün auf und die Heizung wird auf Standby geschaltet. Das Filtersystem arbeitet bei eingeschalteter Heizung durchgehend, sowohl in der aktiven Betriebsart als auch in Standby. Wenn das Filtersystem abgeschaltet werden soll, muss man zuerst die Heizung abschalten. Auf die Taste mit dem Flammensymbol drücken. Die Heizung wird abgeschaltet und die Anzeige mit Flammensymbol erlischt. Das Filtersystem bleibt für weitere 24 Stunden aktiv und schaltet sich dann selbsttätig aus. Der Filter kann jederzeit abgeschaltet werden, solange die Heizung nicht aktiviert ist. Sicherstellen, dass das Flammensymbol weder rot noch grün aufleuchtet und dann die Filtertaste drücken. Das Filtersystem wird abgeschaltet und die grüne Filteranzeige erlischt. Drücken der Aufbereitungstaste startet die Chlorerzeugung. Die beiden Funktionen schließen sich gegenseitig aus. Bei häufiger Verwendung des Hottubs kann es kosteneffektiver sein, die Heizung in den Zwischenzeiten auf einer mittleren Temperatur eingeschaltet zu lassen. Zum Aktivieren der Massagedüsen die Wasserdüsentaste drücken. Auf dem Steuerfeld leuchtet ein grünes Düsensymbol auf. Die Wasserdüsen schalten sich nach 30 Minuten selbsttätig aus. Zum Aktivieren der Sprudelfunktion die Sprudelfunktionstaste drücken. Auf dem Steuerfeld leuchtet ein grünes Sprudelsymbol auf. Die Sprudelfunktion schaltet sich nach 30 Minuten selbsttätig aus. Massagedüsen und Wassersprudel können gleichzeitig aktiviert werden. Sie dürfen jedoch bei abgedeckter Hottub nicht eingeschaltet werden. Dies kann zu schweren Schäden am Produkt und auch zu Verletzungen führen. Wenn ein bestimmter Status Aufmerksamkeit erfordert, zum Beispiel zu niedrige Wassertemperatur, blinken LED-Codes auf der Steuerkonsole. Sich unbedingt mit diesen Codes vertraut machen. Details sind dem Benutzerhandbuch zu entnehmen. Vor Verwendung des Hottubs die Wassertemperatur mit einem präzisen Thermometer messen. Denn die Toleranzen wasserregulierender Geräte können schwanken. Die Wassertemperatur im Hottub darf 40 Grad Celsius nicht überschreiten. Wassertemperaturen zwischen 38 Grad Celsius und 40 Grad Celsius gelten als unbedenklich für gesunde Erwachsene. Für Sitzungen von mehr als 10 Minuten und für Kinder sollte die Temperatur gesenkt werden. Den Hottub nie alleine verwenden oder zulassen, dass er alleine verwendet wird. Schwangere oder möglicherweise Schwangere sollten vor Verwendung des Hottubs ihren Arzt um Rat fragen. Im frühen Stadium der Schwangerschaft stellen zu hohe Wassertemperaturen ein hohes Risiko für fetale Schäden dar. Sitzungen sollten auf 10 Minuten begrenzt bleiben und die Wassertemperatur darf 38 Grad Celsius nicht überschreiten. Personen unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten können das Bewusstsein verlieren und ertrinken. Personen, die Medikamente einnehmen, sollten zuerst ihren Arzt um Rat fragen, da bestimmte Medikamente Benommenheit verursachen. Personen mit Adipositas, Herzkrankheiten, zu niedrigem oder zu hohem Blutdruck, Kreislaufbeschwerden oder Diabetes sollten ihren Arzt um Rat fragen. Man sollte den Hottub sofort verlassen, wenn man sich unwohl, schwindelig oder schläfrig fühlt. Die Hitze des Wassers kann zu Hypothermie und Bewusstlosigkeit führen. Die Einnahme von Alkohol, Drogen oder Medikamenten kann das Risiko einer Hypothermie stark erhöhen. Zu den Warnzeichen für Hypothermie gehören, dass man die Hitze nicht spürt, sich der bevorstehenden Gefahr nicht bewusst ist und das Bedürfnis hat, den Hottub zu verlassen. Ein korrektes chemisches Gleichgewicht ist die Grundvoraussetzung für eine lange Gerätelebensdauer und die Sicherheit des Wassers. Für das Wasser einen pH-Wert zwischen 7,2 und 7,8. Eine Alkalinität zwischen 80 und 120 ppm und einen freien Chloranteil zwischen 2 und 4 ppm einhalten. Wir empfehlen die Wasserchemie mit den mitgelieferten Teststreifen wöchentlich zu testen. Anleitungen findet man auf der Teststreifenpackung. Bei der Zugabe von Chemikalien zum Wasser die folgenden Richtlinien beachten. Keine Chemikalien ins Wasser geben, wenn der Hottub benutzt wird. Die Chemikalien getrennt ins Wasser geben.
Man kann die Wasserdüsen einschalten, um die Chemikalien besser aufzulösen. Den Anleitungen der Chemikalienhersteller folgen, um kein Risiko einzugehen. Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten den Hot-Tub stets vom Stromnetz trennen. Nähere Einzelheiten findet man im Wartungsteil des Handbuchs. Die Filterkartuschen im Wochenturnus prüfen und wenn nötig reinigen oder austauschen. Das Wasser im Hot-Tub alle 2 bis 3 Monate austauschen. Der integrierte Wasserenthärter arbeitet automatisch immer dann, wenn die Filterpumpe eingeschaltet ist. Das Hot-Tub-Modell besitzt ein integriertes Salzwassersystem. Wartungsdetails sind im Benutzerhandbuch zu entnehmen. Bei Nichtbenutzung des Hot-Tubs stets die Abdeckung anbringen und mit den Riemen sichern. Ein korrekt abgedeckter Hot-Tub beugt möglichen Unfällen vor und verwehrt Kindern eine unbeaufsichtigte Benutzung. Zum Sichern der Abdeckung alle Riemen festziehen und die Schnallen mit dem mitgelieferten Schlüssel abschließen. Ein korrekt gewarteter Hot-Tub wird auf Jahre hinaus gute Dienste leisten.